Hallo und herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder bei Minecraft. Ja, und wie man sieht, passend zur Jahreszeit auch ein passendes Texture Pack. Nämlich schön alles voller Schnee. Und anstatt der normalen Fackeln haben wir hier ein paar Kerzen. Oh, da hat aber jemand die Tür aufgelassen. Machen wir sehr schnell zu. Und ja, in diesem Let's Play werden wir die Höhle erkunden, die ich euch vor kurzem schon mal gezeigt habe. Und ja, aber ganz kurz nochmal hierzu. Dies ist unsere Bibliothek, die ich errichtet habe. Natürlich noch nicht komplett vervollständigt. Hier kommen noch... Was macht ein Skelett hier drin? Das werden wir jetzt eliminieren. Wenn es uns nicht vorher eliminiert. Nein, tut es nicht. Ich frage mich wirklich gerade, wie das hier reingekommen ist, aber na, okay. Ja, so wie gesagt, die zwei Reihen werden noch mit Bücherblöcken vollgemacht, dann eventuell an die Wand noch ein paar und bla und da. Ja, okay, gut, dann jetzt nochmal zurück zu der Höhle. Ich habe jetzt eigentlich schon mal alles Wesentliche eingepackt. Ein paar Fackeln, ein bisschen Holz, falls wir uns eine Crafting-Box machen müssen. Ein Feuerzeug. Ein paar spitze Acken. Ja. Dann würde ich doch sagen, gehen wir einfach mal. Ja? Ja, okay, gut. Gehen wir einfach mal da rein. Die paar Fackeln müssen jetzt halt reichen. Machen wir uns hier noch ein paar ab. Komm mit. Du auch. Du auch. Du auch. So, perfekt. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Oh, hier war der Enderman aber mal wieder fleißig. So, und wenn wir Glück haben, ist jetzt nur noch das eine Skelettviech da unten. Ja. Da hinten sind wieder nur noch die Zombie-Horten. Hier kann ich leider nicht runterspringen. Hier werde ich mich nämlich ganz einfach mal runterbauen. Und zwar ganz gekonnt. Oder auch nicht ganz gekonnt. Okay, gut. Einen Ausweg sollte man immer parat haben. So, jetzt sollte ich auf der Höhe des Skeletts sein. Ja. Und jetzt kloppen wir es doch ganz einfach mit dieser Methode, wo es uns absolut nicht treffen kann. Stirb! Stirb! Ja, so langsam gibt's auf. Perfekt. Und schon sind wir unten und schon haben wir Kohle. Bauen wir doch die Kohle ab. Kohle, Kohle, Kohle. Das war Gravel. Keine Kohle. Okay, da ist kein Gravel, das ist gut. Haben wir mehr Kohle. Kohle. Ja, und das war der letzte Kohleblock. Da leuchten wir doch hier schon mal ein bisschen was aus, damit wir nicht mehr ganz so viel von diesen Mistviechern spawnen können. Ich glaube nämlich auch mal, das ist diese Höhle, die ich schon von außen mal gesehen hatte, aber nicht richtig wahrgenommen. Und jetzt ab nach oben. Gespannt, wo es uns denn hier hinführt. Nirgendwo hin. Ja. Na gut, ich hasse persönlich Wasserfälle, aber da die hier so episch aussehen in der Höhle, lassen wir die einfach mal dran. Das ist ja riesengroß. Fällt mir gerade mal so ein. So auf. Ein auf. Ja, und ich hatte nämlich gedacht, dass da hinten Tageslicht ist, aber wie man sieht. Kein Tageslicht, sondern Lava. Creeper. Und Zombie. Zombie, Zombie. Noch mehr Zombies. Bauen wir uns doch gleich mal ein. Oh ja. Okay. Ja. Wenn die Lava jetzt noch schön hier ranfließt, dann fließt sie nämlich auch dahin. Ja, weil die Lava nämlich total cool ist. Und uns nicht verbrennt. Und jetzt sind wir einfach mal ganz korrekt cool. Und gehen mit dem Zombie. Upsala. Auf Wiedersehen, Arschi. Komm, geh sterben. Komm, stirb. Stirb. Was für ein Homo. Jetzt hauen wir uns den Zombie und den Creeper noch rein. Da, dumm, die dumm, die dumm. Upsala. Komm her. Ja, komm her. Komm her. Perfekt. Nicht explodieren. Stirb. Einfach nur sterben. Perfekt. Links oder rechts? Rechts.
Noch mehr Kohle. Und eine Spinne. Stirb, stirb. Ah, und Skelett. Skelett. Ah, nein. Oh lala, was sehen meine Augen? Eisen. Perfekt. Ich höre um mich herum schon wieder die Spinnen und die Zombie-Horden. Oh nein. Aber mein Leben ist gerade enttäuschend gering. Und da ist noch ein Creeper. Ah. Er war kurz vorm Exploden. Oh ja. Alles klar, mein Freund. Hättest du auch gleich das Eisen wegreißen können. Dann hätte ich mir nämlich die Mühe gespart, das alles noch abzubauen. Und ich sterbe jetzt nicht, da ich absolut overpro bin. Spaß. Ein hässliches Skelettvieh. Wo ist es denn? Kloppen wir einfach mal um die Ecke. Nee, da ist es. Kloppen wir da um die Ecke. Komm her. Ah, ich zerklopp gerade meine gesamten... Verdammt. Darf mich nicht noch einmal erwischen und deswegen gehe ich jetzt auch hier um die Ecke. Habe keinen Bock mehr drauf. Ich will nicht sterben. Hoffentlich sind hier jetzt keine Monster, keine Bösen, die mich umbringen wollen. Alles klar. Langweilig. Ja, komm, rappel dich wieder ein. Rappel dich ein. Perfekt. Ja, wie zu erwarten. Da ich so ein faules Schwein bin und keinen Bock hatte, mir eine Rüstung zu machen, bin ich natürlich jämmerlich verreckt. Wie auch sonst. Man lernt ja auch sonst nichts dazu. Naja, egal. Gehen wir einfach wieder rein, holen uns unsere Sachen zurück. Sind froh, dass wir wieder volles Leben haben. Und beeilen uns ein bisschen, sonst sind die Sachen weg. Und das wollen wir nicht. Ja, als nächstes werde ich dann mal die Höhle noch ein bisschen ausleuchten und auch ein paar Mineralien sammeln, damit ich nicht die ganze Zeit nur, Entschuldigung, mit dem ganzen dämlichen Holz rumhandwerkel. Denn das wird auf Dauer etwas langweilig und da sind schon wieder zwei Creeper. Was geht denn jetzt ab? Ich fass es nicht, wie... Ja. Creeper, toll, ja, komm her. Bam, tot. Und ich brenne auch. Er brennt nicht mehr. Denn er ist tot. Ja, jetzt ist so ziemlich alles schief gegangen, was eigentlich hätte schief gehen können. Und hinter mir ist ein Zombie. Ah! Ich will aber nicht sterben. Nicht nochmal. Ach nö, es ist doch zum Kacken. Pups. Komm mal, du bringst mich nie um. Dafür sorge ich schon. Komm her. Komm her. Stirb. Sterbt. Ach Mann. Ich weiß, ihr findet mich nicht gut, weil ich den Weihnachtsmann töte. Aber ich habe doch keine andere Wahl. Soll er mich denn umbringen? Nein, soll er nicht. Oh, das sieht aber lecker aus. Werde ich mir doch dann gleich mal noch mit meinem 2 Monate alten Kaninchen reindrücken. So, naja, egal. Jetzt ist die Gefahr sowieso weg. Halb. Und überall Lava. Habe ich keinen Bock drauf. Wiedersehen. Katsching. So. Fließet es ab. Hallo, abfließen. Ach, meine Güte, gibt's nicht. So, jetzt aber. Na? Fuck off. Nehmen wir doch einfach noch unsere Spitzhacke, die auch nur nicht mehr so lange hält. Und bauen wir noch ein bisschen Kohle ab. Ja, da gibt's ja dann jetzt hier die Link, der Weg, der nach rechts führt, dann einer noch, der nach links führt, und der nach links führt, spaltet sich nochmal in 2 Richtungen. Und hier sind ja 1000 Milliarden Teile von Cola.
So, dumm, die dumm, die dumm. Kohle. Aber naja, zum Glück habe ich ja ein bisschen Holz mitgenommen. Da kann ich dann auch meine Crafting Box zusammenbauen. Mir ein paar neue Stäbe zusammen craften. Und ich habe doch jetzt auch Eisen. Ja, dann werde ich mir gleich direkt mal einen Ofen bauen und eine Eisen-Pickaxe und ein Eisenschwert machen. Und wenn ich noch genug Eisen zusammenbekomme, auch eine Eisenrüstung. Wow, Fortschritt. Und da war sie auch schon im Popo. Das klingt nach Spinne. So, erstmal ein paar Stäbe. So, zack. 6, 6, 6, 6, 6. Na, das passt doch. So, einen schicken Ofen dahin. Der kommt da in der Ecke. Da wird das geschmolzen. Haben wir auf jeden Fall schon erstmal wieder eine spitze Acke. So. Da hinten sind schon wieder Zombies. Ich habe keine Lust jetzt auf noch mehr Zombies. So. Wo machen wir denn weiter? Creeper. Ja, mit einem Creeper. Och. Ich frage mich gerade echt, wieso da so 1000 Milliarden Leute sind. Das ist doch mal eine gute Methode, sie alle hintereinander umzubringen. Die müssen nämlich sozusagen... Och, ein Enderman mit Ringelsäckchen. Wie putzig. Stirb! Ich weiß, dass du dich weg teleporten kannst, du Affe. Ich finde dich trotzdem. Irgendwann reise ich in dein Land und dann bist du kaputt. Das ist vielleicht etwas unklug, was ich da jetzt mache. Nein. Oh Gott, meine Erkältung ist wirklich gerade am erniedrigsten Punkt für mich und am höchsten Punkt für sie angelangt. Aber na egal. Da haben wir noch ein kleines Creeper-Kind. Na komm her zu Papi. Komm, bisschen Schwimmunterricht. Ja, fein. Seepferdchen hast du zwar nicht bestanden, aber... Spinne, 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 verreck, 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 du auch. Frage ich mich jetzt gerade, och, also ich glaube, ich habe halt genug zu tun mit Zombies, Creeper, Killen. Irgendwie ist hier eine endlose Reihe von denen. Stirb. Perfekt. So, ich glaube, links haben wir jetzt erstmal sauber. Ja, nice. Jetzt leuchten wir rechts aus, dass da nicht mehr ganz so viel kommen kann. Auch wenn da hinten schon wieder eine halbe Zombie-Familie rumsteht. Hier mal Wasser. Noch mehr Kohle. Kohle. Für den Arsch, wer braucht das? Ja, da sind wir doch bei meinem Ausgang, den ich vorhin schon gefunden habe. Ah, das... Seht ihr das Zuckerrohr da oben? Habt ihr vorhin schon rangeblickt, wie ich das angebaut habe? Und ja, da sind wir ja bei meinem Ausgang, ne? Das ist doch perfekt. Nur noch ein bisschen Kabelstone. So. Und da gehen wir einfach wieder runter. Ja, gut, da haben wir die Höhle doch... Also haben wir schon mal einen großen Teil der Anfangshöhle, weil ich finde, das ist ein ziemlich großes Areal, was man auch bestimmt gut bebauen kann. So, keine Ahnung, unterirdische Farmen oder Fallen oder ein paar Mechanismen ausprobieren. Ja, hier geht es nämlich dann auch schon wieder weiter zu einer anderen. Würde ich sagen, gehen wir hier dann im nächsten Teil runter. Ja gut, okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen und wenn ihr mehr erfahren wollt über uns und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert uns und vergesst natürlich nicht, eure Kommentare zu schreiben und in eure Kommentare reinzuschreiben, was ich denn als nächstes tun soll. Okay, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert, kommentiert und bis dann, ciao.